Die Rock-Opas und Omas hatten heute in Berlin ein wunderbares Nostalgieerlebnis. Die Hardrock-Band Kiss machte auf ihrer Reise um die Welt Halt in der Deutschlandhalle. Vor 20 Jahren machten die Musiker mit ihren wild geschminkten Gesichtern und fantastischen Kostümen Furore. In Deutschland wurde allerdings kritisiert, dass die Musiker die letzten Buchstaben von Kiss wie zwei SS-Runen schrieben. Aus Berlin unser Rock-Reporter Horst-Günter Kessler. Etwas anheizen bis zum Live-Auftritt wollen wir noch. Das hier sind Bilder vom Start der Welttournee. Blut, Feuer, Riesenkrach, die Horrorclones sind wieder da mit 45.000 Gitarrensaiten und Pyrotechnik für 2 Millionen Mark im Gepäck. Die Fangemeinde ist international, 75 Millionen verkaufte Platten der Altrocker, ein schillerndes Stück Rockgeschichte. Das ist das Größte, was es überhaupt gibt. Heute habe ich Geburtstag und mein größter Wunsch seit 35 Jahren. Ich bin aufgewachsen mit der Musik und... Aber die sind da schon 20 Jahre und länger alt hier im Geschäft. Ja, Mensch, was denkst du, wie alt ich bin, Mensch? Wir sind ein bisschen erstaunt, wo sind die ganzen Rock-Opas geblieben? Na ja, die haben wahrscheinlich keine Lust, aber wir sind alle hier heute. Auf jeden Fall, ist ein Kindheitstraum, den man sich erfüllt. Kindheitstraum, ja. 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 Also ich wollte, sagen wir mal, ein Jugendtraum. Jugendtraum, genau zu sein. Damals in den 70ern wurden Mätzchen dieser Art zum Markenzeichen der Spektakeltruppe. Was die Faszination eigentlich ausmacht, kann niemand so richtig sagen. An der Musik allein kann es nicht liegen, aber das weiß Kiss natürlich selbst. 1980 sind die Maskierten zum letzten Mal gemeinsam über die Bühne getobt. Und nun alles nochmal auf Anfang in Originalbesetzung. Jetzt endlich läuft die Live-Show zur besten Tagesthemenzeit. Wie sich jetzt zeigt, für ein 100-mal totgesagtes Rockmonster sind die Jungs auf der Bühne erstaunlich lebendig. Die 34 Kilo Make-up werden sie auch diesmal verschmieren. Ganz so doll wie in den alten Zeiten wird es wohl nicht werden, wie es heute Abend aussieht. Andererseits, so der Stand der Planung in Berlin, soll die Deutschlandhalle demnächst sowieso abgerissen werden. Beim ersten Auftritt der damals völlig unbekannten Gruppe Kiss vor 23 Jahren standen genauso viele Zuhörer vor der Bühne wie Musiker drauf. Erinnert sich Kiss-Mitglied Gene Simmons, wir wirkten wie Küchenschaben, die unter einem Stein hervorkrabbelten. Das Wetter.